Ah, du hast Skyrim nur auf PS3, okay. Also Skyrim auf dem PC lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon. Ich habe die großen Mods, Falcassa heißt meine ich eine, die eben komplette Questgebiete dazufügen und komplett synchronisiert und den ganzen Krams. Habe ich alle auch noch nicht gespielt und die sind sehr wahrscheinlich definitiv auch spielenswert. Sehr wahrscheinlich definitiv. Ein Widerspruch in sich. Was nehmen wir denn? Den Helm? Nee. Bleibt sauber. Eine Trollin kriegt neue Brüste. Neben den Rundblick, ah, natürlich. Ich nehme jetzt hier überhaupt gar nichts ein. Das ist mir viel zu gefährlich. Nazgrel möchte, dass ihr das Konstruktionslager Mageddon angreift, 10 Diener der Gunnarak tötet und mit Schmiedebeste Sägeklinges Kopf zurückkehrt. Machen wir doch. Vorwärts zum Sieg. Machen wir doch. Du bist größer als ich, das mache ich. Das habe ich auch gesehen, dass der, beziehungsweise irgendwo gelesen, dass der bei Bethesda irgendwie, ne? Aber sowas finde ich cool. Wenn jemand da richtig viel Arbeit reinsteckt und. Es gab noch so eine Mod, die. Mir fällt aber der Name jetzt nicht ein. Ich habe immer nur mit irgendwelchen optischen Schnickschnack-Mods gespielt. Und vielleicht hier und da ein bisschen Gameplay. Änderungen, die aber das ganze Spiel eigentlich nicht leichter machen sollen, weil sowas mag ich nicht, wenn ich irgendwelche. Wenn das Ganze dann so Easy-Mode-mäßig funktioniert, das mag ich nicht. Moment, hier gibt's. Nee, da muss. Ich muss doch eigentlich hier rüber. Da gibt's auch den Sägemeister. Den Sägemeister-Typ und die Kleinen. Oh komm, Suki, später spiele ich mit dir im PG. Oh mein Gott, ist hier schon wieder irgendeine rote Schrift? Das ist der Schurke. 100% ist das der Schurke. Da, guck. Ich muss mich jetzt nicht mit irgendwelchen anlegen, weil da kommen die ganzen, ne, Pros von dem und kloppen mich klein. Hab ich keinen Bock drauf. Habe ich nicht so wirklich Lust. Ich muss sowieso auf den Respawn warten. Ja, natürlich schießt das Totem schießt auf den da hinten, ich auf den. What? Das war der Schurke. 100 Pro war das der Schurke. Ah, natürlich. Und er ist auch Stufe. Fragezeichen. Muss ja so sein. So, jetzt ist er da. Wenn sie mich in dem Cooldown-Abstand vom Reinkarnation töten, ist das okay. Dann habe ich ja nichts dagegen.
Ich glaube, der hat mehr Leben als alle anderen hier, ne? Juhu! Bringt den Schriftwechsel der Legion zu Magister Blutfalke in Thralmar, als ob der in der Lage wäre, irgendeinen Brief zu schreiben, ne? Guck mal, wie soll der irgendeinen Brief schreiben? Oder ist das der Postbote von der Höllenfeuer-Halbinsel? Die Dämonen, die für lustige Jobs haben. Obwohl sie Dämonen sind. Krass. Krasse Scheiße. Oh, ich weiß. Aber so Mutz mag ich auch nicht, Supernudel, die alle Drachen wie Ponys aussehen lassen, wie die komischen Little Ponys. Ist vielleicht mal lustig zu sehen, aber zu spielen, na, mag ich sowas nicht unbedingt. Ist er das schon wieder? Natürlich. Nee, das ist eine Schmiedenbestie. Ach nee, komm jetzt, ey. Da, das war der. Das war völlig beabsichtigt, der Pool, dass er mich aus dem CC rausholt. Ich glaube, als Verstärker-Charme ist man ganz schön aufgeschmissen, weil man noch keine echten Def-Cooldowns jetzt hat. Außer das Geskillte. Och nee. So, wo war's denn? Ich muss mir auf jeden Fall Erdbindungstotem. Ist ja wahrscheinlich bei Erdtotems. Oh, Erdstoß. Erdbindung. Das ist doch auch ein Erdtotem, mein Schild hier. Totem des Steinbollwerks. Da ist es. Habe ich sogar. Geisterpfoten mit 60. Das ist der Sprint des Schamanen. Wildgeist. Oh, das wird richtig cool mit 60. Und schamanistische Wut mit 65. Der Schildwall. Oh nee, ablenken. Der ist immer noch da, der Schurke. Ich glaube, der wartet einfach nur, bis ich niedrig bin, dann hier hinterhalt, blub, und der Zar ist tot. Nein. Aber wenn er mich nicht töten würde, wäre der, glaube ich, gar nicht mehr hier. Der will was von mir. Ich hab das zu mögen mit den Ponys. Mit der Ponymod? Nee. Da ist er. Ist ein klein wenig nervig mit dem vielen Verfehlen. Fluglizenz. Heilender Regen. Nochmal eine Fluglizenz. Wie viele Fluglizenzen kriege ich denn?
Ah, stopp, ich habe noch gar nicht alles hier gemacht. 10 Diener muss ich töten und 3 habe ich erst. Na, Glückwunsch. Dankeschön, Mike. Auf jeden Fall 60, siehst du? Ab geht's. Jetzt kann ich mein Int-Gear hier gegen das Ehre-Gear von Stufe 60 tauschen. Das ist auf jeden Fall cool. Oh mein Gott! So viele Frauen, die mich verfolgen. Nein! Und die mich auspeitschen wollen. Da ist ja Weihnachten, da gibt es ja auch die Dominasteine, ne, zu essen. Das ist quasi passend. Eine Weihnachtsquest. Ein Weihnachtsquestgebiet. Die sieht irgendwie anders aus wie die anderen. Warum leuchtet die? Ist das eine besondere? Wie heißt denn die? Nee, das sind die gleichen. Warum leuchtet die? Die hat einen Berserker-Buff. War die gerade im Aradi-Becken? Dankeschön. Black Lord. Nee, die Glyphe brauche ich nicht. Oder habe ich sie vielleicht sogar schon eingesetzt? Nee. Ah, ich habe noch Talentpunkte. Das mache ich später alles, wenn ich die Quest abgebe. Oh yeah! Dragon's Prophet, ob ich es empfehlen kann? Ja. Also aus meiner Vergangenheit kann ich dir empfehlen. Ciao, Sias. 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 Ciao. Dragon's Prophet kann ich dir empfehlen. Auch wenn ich es momentan nicht spiele, was aber mit den Bugs zu Release zu tun hatte. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Und weil es Free-to-Play ist, kannst du es auf jeden Fall anspielen. Ich will die kleinen. 3 Stück noch. Die Quest, was ist eigentlich die Quest mit den besten Sprüchen? Ist cool, Supernudel. Ach so, von Skyrim war das Thema jetzt noch. Okay. Ich kann mich da gar nicht erinnern, was du meinst. Oder ob ich es überhaupt schon gespielt habe. Es bezog sich ja wieder auf Skyrim. Es ist lustig, wenn ich den Chat manchmal durcheinander lese. Ah, komm mal. Oh komm, keine Akro ziehen. Eben sage ich es noch. Boop. Der Vorteil von meiner Charmy-Level-Philosophie, beziehungsweise das eigentlich, was dem Ganzen wieder entgegenwirkt, ist, dass ich, wenn ich jedes Mal eine Woche warte, bis ich den Charmy spiele, ist er natürlich komplett erholt, ne? Das jedes Mal, das ist eigentlich ziemlich effektiv. Ah, das ist mir. Bist du mir? Ja. Oh, du bist aber auch mir.
Oh. Da ist noch einer. Oh, dann sind es nur noch zwei. Ne, da ist nur noch einer. Oh, aber ich glaube, die Glyphe brauche ich dann doch mit dem Heal. Weil wenn ich mal verstärker PvP spiele, wird ja der Heal reduziert von den DD-Klassen. Das ist ein anderer Schurke. Oder? Ja. Das vorhin war eine Menschenfrau und das ist ein Wargentyp. Ein komischer Wargentyp. So, jetzt habe ich sie alle. Ich glaube, dann porte ich mich einfach mal nach Okrima. Und werde meinen Charmer irgendwie auf Vordermann bringen, ne? Mit den ganzen Items, die ich jetzt habe. Und des PvP-Krams kaufen. Ich habe jetzt, wie viel Ehre haben wir? Das müsste eigentlich reichen. Ja, 1600. Pah. Pah. Ich habe mit meinem Trui, der ist jetzt Stufe 68 oder so. Und da ich den nur spiele, wenn ich Bock auf Trui habe und dann auch nur in BGs, da bin ich schon ein paar Mal an das 4K-Cap gekommen. Mit Stufe 68. Das finde ich mal extrem lustig. Vor allem meist mehr freundlich eingestellt, natürlich. Drei Teufelskanonen V1. Und der Assassine. Nazgrel möchte, dass ihr zu der Straße nördlich der Höllenfeuer-Zitadelle reist und nach dem Assassinen namens Kronrückenbrecher Ausschau halten. Trui macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe schon immer gern Trui gespielt. Zeitweise auch mal kurz nicht, aber das hat eher nicht unbedingt was mit der Druidenklasse an für sich zu tun. Ich finde es auch so ein bisschen schade, dass Druiden sich nicht voneinander unterscheiden. Ne, du. Also Katzendruide sieht jeder gleich aus. Das finde ich doof. Außer eben die Fellfarbe, natürlich. Stopp, ich wollte nach OG. Oh, ist der überhaupt ein OG? Ja, bevor ich mich jetzt ins Trollstadtgebiet port. Einen schönen guten Abend. Ich finde Heiltruide, da habe ich sehr viel in Lich King zu Ulduar gespielt. Und zu PDK, Prüfung des Kreuzfahrers. War ziemlich cool. War ziemlich Oh, cool. ich habe ein Geschäft für euch. Das war aber die Zeit, wo du blühendes Leben hast, noch auf so viele Verbündete zaubern können, wie du wolltest. Was du heute, glaube ich, nur noch in, wenn du den Baum Cooldown ziehst, kannst, ne? Die besten Angebote weit und breit. Nee, die mag ich nicht. Ich wollte nach PvP-Gear gucken. Beziehungsweise erstmal, was ich hier habe. Aber ich glaube, das 60er PvP-Gear ist auch noch besser wie die Questbelohnung von der Höllenfeuer-Halbinsel. Oh, falscher Aufgang. Definitiv sind die cool. Und nein, ich spiele momentan kein Dragon's Prophet mehr. Grüße.
Ich weiß zwar, dass es viele interessiert, auch auf meinem YouTube-Kanal, aber momentan kann ich mich einfach nicht dazu rumreißen, es noch mal, ihm nochmal eine Chance zu geben, dem Spiel. Das war für mich eine Riesenenttäuschung. Die Beta läuft eigentlich so recht einwandfrei. Es gab zwar hier und da ein paar kleine Bugs, aber das hat nicht so unbedingt das beim Gameplay gestört, zumindest in der Levelphase. Und dann kam es raus und alles war kaputt. Ich bin ständig auf den Desktop zurückgeflogen. Ich konnte nicht auf meine Drachen aufsteigen, weil ich nur im Kampf war, obwohl kein Gegner weit und breit da war. Und es hat mich so gestört. Ich weiß auch nicht, ob alles gefixt ist oder sowas. Keine Ahnung. Ach, das sind hier noch die Items, wo von allem was drauf ist. Beweglichkeit, Int, alles draufgeschmissen. Nehmen wir trotzdem, ne? So waren früher die Hybrid-Items. Auf den Kriegersets war auch Willenskraft drauf. Was ziemlich Lustiges. Ah, das war's schon. Nur Schuhe und Handschuhe. Lol. Das aber. Ja, nicht. Nee, besser ist er nicht. Handschuhe, Armschienen. Okay. Die könnten wir uns noch holen. Aber da ist nur Int. Fuck you. Wir können uns aber die coolen Äxte holen, die coolen Spaltbeile. Oder die. Ne, die Qualm aber nicht, die Faustwaffen. So, einmal. Zweimal. So, was war es noch? Schuhe? Wo sind die Handschuhe hin? Da. Oh, jetzt sehen wir doch schick aus. Jetzt gehen wir noch kurz mocken und dann logge ich auf den Hexer um. Dann schwiele mal, dann spielen wir ein paar Hexer-WGs. MX-PC. Das kannst du ja überlegen, das ist ja kein Ding. Noch hast du immerhin genug Zeit vor der nächsten Expansion. Ob du dir das jetzt kaufst oder nicht. Der Charakterboost macht es ja dann möglich, dass du auch wenn du dich spät entscheidest, noch einen 90er hast und mit Warlords of Draenor loslegen kannst. So, lass gucken. Wie Mockenmatisch, das sieht doch schon auf jeden Fall besser aus. Das ist nicht so wie ein Teletubby rumrennen. Oder die? Die Brüste? Oder die? Ah, das passt. Jetzt brauchst du nur noch Schultern. Nee, das ist doof. Und Schultern hatte ich noch für keine Quest gekriegt. Wahrscheinlich wären die auch passend. Ah, ich kann aber die. Und die passen jetzt aber auch nicht mehr, lol. Die! Na klar. So, jetzt sieht sie hübsch aus. Jetzt spiele ich noch deutlich lieber mit ihr als vorher. Das kann sich schon mal sehen lassen. Das ist zumindest besser als vorher. Der Pinky. Die Pingi und der Brain. Za. Regio, za. Einfach nur za. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Ich bin voll erholt immer. Das ist immer was das Ganze ein bisschen beschleunigt, auch wenn ich langsam bin. Momentan. Im Levelprozess. Aber wir können da unten noch den ganzen Rotz machen.
Ich glaube, das machen wir heute. Wir machen die da oben fertig. Da gibt es noch die Quest für hier hinten. Den Obermacker killen und ich glaube, irgendeinen Schlüssel looten oder sowas. Und dann gehen wir nach da unten. Questen da ein bisschen. Dann machen wir ein paar PGs. Wenn ich fertig bin mit Questen. Und Stufe 90 bin. Ha. Oder 62 oder so. Es kommt eher hin. Oh mein Gott, überall Leichen, überall Horde Leichen. Mal gucken, der hat hier noch eine Quest. Hä? Unsere Feinde werden fallen. Waldläuferhauptmann Venren bei der Falkenwacht. Okay, da müssen wir auch noch hin. Ich weiß gar nicht, wir brauchen das sowieso gar nicht durchquesten, die komplette Höllenfeuerhalbinsel. Ne? Stopp, ich wollte erst hoch. Was ist so gut am Charmi? Alles. Ich lieb Klassen, die zwei. Ah, da ist er, guck. Da steht der dicke Panda Man. Oder muss ich außen rumreiten? Eigentlich ist alles cool am Charmi. Ich liebe Klassen, die zwei Einhänder tragen können. Charmi ist die perfekte. Ist die perfekte Symbiose. Oder die perfekte Symbiose aus Hexer und Krieger für mich. Für mich. Die ist Level 60, der Charmi. Die Kanonen sind nur da hinten. Oh, die habe ich letztes Mal zuhauf gekillt. Gut geht's, Mists LP. Dankeschön, der Nachfrage. Gut geht's. Ich bin ein klein wenig müde. Aber sonst geht's gut. Ey, der läuft mir jetzt immer noch hinterher. Abgesehen davon bin ich ein bisschen so von dem Schamanenkram von Warlords of Draenor gehypt. Und Schamanen habe ich schon immer eigentlich gern gespielt. Lich King und Kata habe ich auch immer mal so ein bisschen Charmi gespielt. Das war immer cool. Da siehst du, Charmi. Ein Two-Hit. Sind eigentlich fast alle Klassen gleich gern gesehen in Indies, ne? Es gibt nicht mehr so wirklich. Außer du spielst bei Paragon oder so. Oder hast vor, dort zu spielen. Muss unbedingt 1% mehr Schaden machen als jeder andere. Aber sonst sind sie alle halt unbedingt jetzt. Oder sind alle konkurrenzfähig, drücken wir es so aus. Hopp, noch eine Kanone. Sonst sind alle konkurrenzfähig. Und mit Warlords of Draenor weiß man sowieso noch nicht. Ob sie dann vielleicht sogar die stärkste Klasse ever ist. Ist ja kein Schwein. Die neuen Talente sind in Stein gemeißelt. Und der ganze andere Krams, der noch kommt. Ah, oh, bist auch müde, siehste. Ich werd heute auch nicht so allzu lange streamen. Ich habe morgen noch einen anstrengenden Tag vor mir und deswegen gucken wir mal, wie lange ich durchhalte. Der Panda ist weg.
tötet Arik Samal und nimmt den Torschlüssel der brennenden Legion. Okay. Für die Horde. Und macht das Tor zu. Warum YouTube so gut besucht ist und Twitch nicht? Ich weiß es nicht. Twitch ist aber eigentlich auch immer was los. Ich meine, bei Twitch kommt viel dazu, dass es eigentlich viel unbekannt ist. Zumindest nicht so populär wie YouTube. Oh mein Gott, ich krieg mich fest. Der Charme, der hat sich wie ein Tier. Also ich selbst war auch wenig Twitch aktiv, bevor ich nicht selbst da angefangen habe mit dem Stream. Wenn du mal irgendwo hingehst und jemand fragst, ob er YouTube kennt, dann wird die Antwort sehr wahrscheinlich ja sein. Und wenn du irgendwo hingehst und jemand fragst, ob er Twitch kennt, dann wird die Antwort sehr wahrscheinlich nein sein. Das ist zu weit entfernt. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbild mittlerweile, aber ich glaube, viele wollen immer noch nur eigentlich WoW sehen. Und wenn was anderes wie WoW oder so läuft, dann empfinde ich das subjektiv eher schlechter besucht, der Stream. Aber das mag an meiner Empfindung liegen. Kommen noch so Dinge wieder zu, du musst halt Zeit haben für einen Stream, ne? Wenn du jetzt sonntags abends was weiß ich irgendwas vorhast und dann. Was hast du was vor? Das musst du natürlich zwingend ausfallen lassen, wenn ich stream, aber nicht jeder macht das. Okay, ich glaube, das war's schon. Mensch, also sowas Spiel wie den Truck Simulator zum Beispiel, was auch cool ist. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein episches Spiel ist, ne? Ich habe gestern auch wieder kurz da gesessen und so ein paar Routen abgefahren. Aber das ist halt nicht unbedingt so ein interessantes Spiel, ja? Oder es interessiert nicht viele Spieler, so ein Spiel. Aber es ist halt cool und ich mag mich nicht nur auf WoW oder sowas beschränken. Das ist nicht mein Ding. Das habe ich lange Zeit gemacht, aber lange Zeit vor YouTube eigentlich, wo ich nur WoW gespielt habe und den Tunnelblick hatte. Ich darf nichts anderes spielen, weil in WoW könnte ich ja Erfolge machen oder sowas und ich würde irgendwas in WoW verpassen und das habe ich abgelegt. WoW ist für mich nicht mehr der Nabel der Welt oder der Nabel der Spielewelt. Ah, das war der. Okay. Das holen wir uns noch, das Trinket. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Viel zu tolle Spiele es gibt. Das hat damals eigentlich der erste Bruch mit WoW, sage ich mal, wo ich mich so ein bisschen von WoW auch wegkonzentriert habe, war Dragon Age. Als ich Dragon Age gespielt habe und gemerkt habe, oh mein Gott, was ist das für ein Epic-Spiel und warum habe ich es eigentlich nicht schon viel früher gespielt?
Dann habe ich so die anderen Spiele, Mass Effect, den ganzen Krams gespielt. Und dann habe ich so mir gedacht und mir gesagt, ey, ich kann nicht nur die ganze Zeit nur WoW zocken. Das ist absolut langweilig für mich. Komm, wir können auch mal ein anderes Mount uns holen, ne? Den Chopper. Den Chopper wäre jetzt cool. Wo war denn hier das Menü? Wo war denn hier das Menü? Hier kam doch irgendwo das Menü raus. Hier, genau. Reit- und Haustiere. Hieß der Chopper? Nein, wie hieß denn der? Wie hieß denn das Inchi-Chopper-Teil? Feuerstuhl, da ist er doch. Ja, komm nie davon los, ist vielleicht falsch. Also es gibt eigentlich nichts mehr, was mich so unbedingt jetzt zwingend an WoW bindet. Es ist noch ein gutes Spiel, sonst würde ich es nicht mehr spielen. Sonst würde ich es nicht mehr spielen. PvP macht mir zum Teil noch Spaß, ne? Auch wenn jetzt Warlords of Draenor erst wieder Schwung in den Krams reinbringen muss. Aber PvP macht mir zum Teil noch Spaß, auch wenn es nur die BG sind. So ein bisschen das fröhliche, locker flockige vor sich hin leveln. Und die Vorfreude auf Set-On eben. Das ist auch cool. Das ist auch kein Elite mehr, gell? Nee. 12k Leben. Irgendwie ist der doch halt viel ans Herz gewachsen. Ne? Das ist auch so ein Grund. Du kennst dich aus, ich weiß selbst, wie es ist. Du kennst dich überall aus, weißt du, was du zu tun hast, wenn du mal was zu tun hast und wo es ist. Und die Steuerung findest du überall gleich zurecht. Aber ich weiß noch, als ich mit Dragon's Prophet damals angefangen habe, als ich es erstmal installiert habe und das erste Mal gespielt habe, ich war. Ey, das ist schlimm. Bis du dich überall zurechtgefunden hast, gerade wenn es MMO ist. Ein MMO, das in vielen Dingen neue Wege geht und du dich erst eingewöhnen musst, erstmal die Welt kennenlernen musst, noch keinen Plan hast. Aber das ist eben das Abenteuer. Das Abenteuer des Neuen. In Vergangenheit war das auch oft der Fall, dass ich gerade. Was habe ich schon da vergessen? Terrorbestie muss ich ja noch töten. 10 Stück. What the fuck? In Vergangenheit war das auch oft so der Fall, wo ich dann zu WoW zurückgekehrt bin, gerade weil ich mich eben auskenne. Weil ich weiß, da und da sind die Quests, da und da habe ich Dailies zu machen. Bla bla. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Zum Beispiel bei Terra war es so, ne? Als ich damals Terra gespielt habe. Oder bei Rift. Ich glaube, da hätten wir auch gleich noch auf der Falkenwacht so ein paar Quests annehmen können mit der Tasche. Und dem ganzen Kram. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht da. Das liegt immer noch auf.
Druide wäre auch noch so eine Klasse gewesen, mit der würde ich mich, glaube ich, anfreunden für Warlords of Draenor. Das heißt, wenn ich dann beim Trui Rufen spiele, ich glaube, der Ton ist ziemlich laut, oder? Ich glaube, wenn ich dann wirklich Trui spielen würde, dann würde mir das mit dem Moonkind da sein überhaupt nicht so gefallen. Da bin ich lieber ein Elish-Army, wenn ich so als Range-DD spielen würde. Komm. Wo du coole Reittiere findest. Mit 33 findest du noch keine coolen Reittiere. Also nicht unbedingt. Ich glaube, wenn zufällig mal Dunkelmond ja mag ist, da kannst du schon den Tanzbären da irgendwie organisieren, ne? Da musst du ein paar Mal hin dafür. Und ich glaube, einen Monat reicht dann nicht dafür aus. Einen schönen guten Abend. Easy Rider. Komm. Wie schnell das geht. Ich habe schon wieder gleich ein halbes Level. Das heißt schon wieder gleich. Ich habe ja erst angefangen. So, fertig. Das war's schon. Schau mal einer an. Da ist der Altar. Da müssen wir auch noch hin und irgendwo hängt die Tasche über dem Baum. Über den Dornbusch. War damals episch, als man von Classic, als Burning Crusade rauskam, auf die Höllenfeuerhalbinsel kam und der, wie heißt der denn, Teufelshäscher hier rumlief. Boah, und er dich niedergemäht hat. Und er hat dich hundertprozentig niedergemäht. Vor allen Dingen, wenn du ihn das erste Mal gesehen hast, dann hat er dich getötet. Stopp, da liegt noch der Assassine. Oh, da muss ich auch noch hin. Schnell nochmal zurück. Zurück. So, da liegt er. Da um die Ecke liegt er. Guck. Das war eine der ersten Quests, die ich damals immer gemacht habe, weil es für die Endquest von der Voll, also da gibt es ja 20 Folge-Quests, geh nach Ukrima, hierhin.
gibt's eine absolut oder gab es für damals eine absolut epische Waffe. Der hatte, meine ich, 80 Zaubermacht, der Stab für die Kaster. Das war übel viel. Richtig viel. Was denn heute 80 sauber macht. Das ist nicht mal eine Ringverzauberung. Boah, da ist der Todesrinder gefährlicher. Der Orkflemm. Du mich auch, Blutelf. Guck. Das nehmen wir natürlich. Angriffskraft. bring die schwere Steinaxt zu Schafsherrin Regulkut ins Ralmar. Die Regulkut. Grüße. So, verwende das Wursttotem an dem Ort, wo ihr den Leichnam des Assassinen gefunden habt. Natürlich. Mach ich. Du blöde Kuh. Ich glaube, da war ich doch schon. Warum habe ich das jetzt entdeckt, obwohl ich vor eben gerade schon vorbeigefahren bin? Ha! Bug using. Oh, jetzt. Nee, Mist, die gehören ja der Horde. Aber jetzt ist nicht viel los hier auf der Halbinsel. Jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt gewesen, die einzunehmen. Das sind sie aber schon uns. Okay, da liegt er. Faule Sau. Da ist das Totem. So, lauf. Das Burstringet. Ich glaube, der läuft auch schneller, wenn man aufgemountet ist, oder? Na komm. Nee, tut er nicht. So.
Wenigstens läuft er weiter. Die meisten NPCs laufen dann einen Kilometer nach vorn und wenn der Mob tot ist, wieder 3 Kilometer zurück. Um das Ganze so uneffektiv wie möglich zu machen. Kampf gewonnen. Oh, komm. Ach, da müssen wir noch hier irgendwelche Rohstoffkisten finden. Oh mein Gott, Kisten. Ach nee. Ja, klar, komm. Du hässlicher Hund. Was hat denn der für eine Stufe? Das sehe ich nicht. Oh mein Gott, die Quest. Ja, okay, ist aber egal, da oben kann ich es abgeben, die Quest. Da hat er mich gehabt hier, ja? Das war wahrscheinlich einer, der gerade in der Arena war. Oh, der Charmy hat mich besiegt, der 90er. Ah, da ist noch ein Charmy. Den pack ich. Den pack ich. Hier. Moment. Oh mein Gott, ich kann es doch nicht abgeben. Verwende das Wolfstor. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Nee, komm. Bitte nicht. Ich kann sie doch hier abgeben. Jetzt stelle ich nicht so an. Gorkan. Ich kann sie nicht abgeben. Fuck you, Schurke. Oder läuft man wohl? Ey, da war schon wieder irgendein Schurke. War da ein Schurke? Nee, das war Phasing. Ey, da ist er schon wieder. Okay, ich muss weg. Ich mach mal eine Zigarettenpause. In der Zeit ist meine Wiederbelebungskrankheit nämlich dann abgeklungen. Dann machen wir hier weiter. Die können mich mal am Arsch lecken, die Maga.